Ja, wir haben hier von Luca, dem Papa, jetzt. Obi Krah hält. Ja, willkommen auf unserem Kanal heute auf dem Wetter zum Stadion-Vlog. Ich freue mich sehr und wir nehmen euch ein bisschen mit. Und ich wollte mich an der Stelle nochmal bei Luca bedanken für die Karten. Wir haben richtig Bock aufs Spiel. Auf geht's. Hier ist das legendäre Fritz-Walter-Stadion. Hier sind schon manche Geschichten geschrieben worden. Zum Beispiel der FCK 95-96 abgestiegen. Dann Pokalsieger gewonnen, dieselbe Saison. Nächste Saison wieder aufgestiegen mit Otto Rehhagel. Und dann das Historische geschafft. 1997-98 deutscher Meister zu werden, was einmalig ist im deutschen Fußball. Ja, Sie sind ja, wie lange sind Sie schon FCK-Fan? Ich bin Mitglied fast 80 Jahre. 80 Jahre? Ja, was? Mein Alter ist 90. Aber Sie sehen auch noch jünger aus, wenn ich das ja, sage. Ja. Und ich wollte Sie fragen, was war so der prägendste Moment? War das vielleicht 97, 98, wo der FCK deutscher Meister geworden ist, nach dem Aufstieg mit Otto Rehhagel? Nee, es war die früher die Walder-Elf. Die Fritz-Walter-Elf. Das war die Höhepunkt vom FCK. Ja. Ich will mich heute auch bei meinen Neffen bedanken, die tolle Kameramänner sind. Und Ben, dein Tipp zum heutigen Spiel? 2-1 Lautern. Torschützen? Aache und Redondo. Sehr gut. Noel, dein Tipp? Ich sage, es wird heute ein recht spannendes Spiel und hoffst du auf ein 3-2 für Lautern. Ne? Für Kaiserslautern. Und Lukas Zorch macht ja, ein Tor. Ja, hoffentlich ein Kopfballtor. Ja, wir haben hier einen eingeflashten Kaiserslautern-Fan. Wir wollten mal fragen, was ist dein Tipp heute zum Spiel? Ich würde sagen 5-0, so wie letztes Jahr. 5-0? Ja. Sehr gut, danke dir. Viel Spaß beim Spiel. Dankeschön. Wir sind geflashte FCK-Fans und wir wollten mal fragen nach dem Tipp heute fürs Spiel. Und Leo, wie viele Spiele sind es heute? Der FCK? 3-0. 3-0? Hast du einen Lieblingsspieler? Ja, ja. Komm. Nee, sind alle gut, gell? Alle gut. Ja, viel Spaß euch. Danke. Danke. Ja, ich habe jetzt zwei absolut eingefleischte FCK-Fans. Wie lange sind Sie schon Fan von FCK? 25 Jahre. 25 Jahre, heftig. Wir wollten fragen nach dem Tipp heute fürs Spiel. 3-1. 3-1 von FCK? Ja, bei Ihnen? 3-1. Ja. Haben Sie Lieblingsspieler zurzeit von FCK? Ja. Jokota, ja. Jokota, Ragnar Ache. Ah, ja. Gute Jungs. Marlon Ritter. Ritter. Wie findet ihr Lukas Zorch? Ja, auch guter Junge. Okay, passt gut dazu. Sehr gut. Passt gut dazu. Euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Spiel. Danke. Und hier ist das Trainingsgelände der ersten Mannschaft von den ersten FC Kaiserslautern. Die Leute pilgern schon rein. Circa 2 Stunden vor Anpfiff ist hier schon die Hölle los. Und jetzt geht's ab ins Fritz-Walter-Stadion. Auf geht's! Und wir kommen zur Tabellensituation in der zweiten Bundesliga. Der FCK mit 17 Punkten und die Eintracht aus Braunschweig mit 12 Punkten auf Platz 15. Der FCK, wenn die das heute gewinnen sollten, können sie einen guten Sprung machen. Das ist echt wahnsinnig eng in der zweiten Liga. Und mein persönlicher Tipp ist heute 2-1 für den FCK. Und hier sehen wir die Mannschaftsaufstellung von den ersten FCK. Und Luca spielt wieder. Ich bin gespannt aufs Spiel. Servus, grüß dich, wie ist dein Name? Ich heiße Flo. Ich heiße Marlon. Marlon, grüß dich. Ja. Wie lange bist du schon FCK-Fan? Schon mein ganzes Leben. Ganzes Leben? Ja. Hast du so einen einschneidenden Moment in Leben bei einer FCK-Fan geworden? Nee, einfach meine ganze Familie ist FCK-Fan, dann bin ich auch. Ah, cool. Dein Lieblingsspieler? Ache. Ache? Oder Ritter. Ritter, auch guter Mann. Ja. Wie stehst du zu Luca Zorch, Neuzugang? Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber bis jetzt ist er gut. Macht er gut, ja. Ja. Dein Spiel für, dein Tipp für das heutige Spiel? 3-1. FCK? Ja. Danke dir. Und viel Spaß beim Spiel. Fußball ist einfach nur sensationell. Hier schon das erste Mal am Ritter-Trikot. Und auf geht's zur ersten Bratwurst. Jungs, habt ihr Hunger? Auf jeden Fall. Auf geht's. Und
unfassbar, diese Emotion hier beim FCK. Legt sich den Ball bereit für die Ecke. Komm, Luca, bring sie gut, Junge. Sehr gut. Oh. Nochmal, Luca, zweiter Versuch. Aufpassen. Es gibt Elfmeter für die Eintracht aus Braunschweig. Philippe schießt. Hört euch das an, wie laut das ist. Ob ihn Kra hält. Und Luca Zürich tritt die Ecke. Komm Luca, auf geht's. Gutes Ding. Kaiserslautern! Der letzte Tor und da ist das 3-1. Für den FCK, kurz vor der Halbzeit. Wahnsinn! Hexenkessel! Hexenkessel hier in Lautern! Wahnsinn! Thank you.
Ja, wir haben ja von Luca, dem Papa, jetzt eingefleischter FCK-Fan. 3-1 zur Halbzeit. Dein Fazit zur Halbzeit? Ja, oh, super. Ja, Gott sei Dank sage ich jetzt nochmal 3-1. Ist optimal. Ein bisschen beruhigend, aber in der zweiten Liga kann es halt ziemlich schnell gehen. Das wieder, ja, aber ja. Das passt super. Ja. Wie stolz bist du auf deinen Sohn? Der hat super Entwicklung genommen, muss man sagen. Auch heute wieder super spielt. Ja, super stolz. Also optimal, muss ich echt sagen. Ist auch super gelaufen jetzt. Also einmal frei. Genau, Wahnsinn. Vielen lieben Dank für deine kurze Zeit. Okay. Viel Spaß beim Spiel noch. Danke dir. Ja, und Halbzeitfazit hier auf dem Wettelberg. Irres Spiel. 3-1 für den FCK. Geile Tore gesehen. Braunschweig macht den Anschlusstreffer. Und dann die prompte Antwort von FCK. Noel, was ist dein Fazit für die erste Halbzeit? Boah, echt geiles Spiel, muss ich sagen. 4 Tore gefallen. Aber muss schon sagen, dass Lautern schon die dominante Mannschaft ist. Und Braunschweig jetzt nicht so die Chancen hatte, aber bisher läuft es. Und wie ist die Stimmung auf dem Wetter? Überragend. Also das ist wirklich Erstliga-Niveau. Das ist Wahnsinn. Jetzt geht's gleich zur zweiten Halbzeit. Seid gespannt. Unfassbar. Diese Stimmung auf dem Wechsel. Auf geht's, Lautern. Zweite Halbzeit beginnt zwischen den ersten FC Lautern und dann Freistoß für Lautern. Luca tritt ihn. Sehr gut. Geladenes Spiel. Wechsel über den FCK. Dann Lukas Hirsch. Oh. Zeit fällt der Anschlusstreffer für Braunschweig. Das 3-2. Gut, dann kurz ausgeführt. Oder Zweikampf. Der FCK gewinnt 3-2 sein Heimspiel gegen die Eintracht aus Braunschweig. Auch die Eintracht hat einen guten Fight geliefert. Ja, das war der Stadionvlog. Erste FCK gegen Eintracht Braunschweig. 3-2. Emotionales Spiel. Richtig geiles Fußballspiel. Und ich wollte mich nochmal bei Luca bedanken. Richtig geil. Er hat uns das Trikot gegeben. Ehrenmann. Danke für das ganze Wochenende. Und Noel, dein Fazit zum Spiel? Boah, also
echt, muss man echt sagen, Kaiserslautern schon viel besser als Braunschweig. Also da hat es wirklich bei vielen Sachen gefehlt bei Braunschweig. Aber dann halt hat sich das eigentlich ausgezahlt dann. Die besseren Torchancen gehabt, Lautern, und dann verdient gewonnen. Geiles Spiel.